Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir mal einen Gameboy Color Titel dran. Und zwar ein Wunsch vom lieben Christian. Und ihr seht schon, farblich steht es 1A da. Und ihr habt es am Titel gelesen. Es ist The Simpsons Night of the Living Treehouse of Horror. Ich nehme mal an, das wird so ein Spiel zu diesen Halloween-Sonderfolgen sein, die immer sehr nette, kleine Horrorgeschichten erzählen in einer Episode. Ich habe die Folgen immer sehr gerne gemocht. Ich befürchte allerdings bei diesem Spiel Schlimmes, denn das bietet sich natürlich herrlich an, um eine Minispielsammlung draus zu machen. Ich habe noch nicht reingespielt, deswegen lassen wir uns gleich überraschen, aber so aus dem Bauch heraus würde ich auf jeden Fall sagen, Minispielsammlung. Sagt der Christian, hat sich's gewünscht. Vielen Dank an dieser Stelle, wenn ihr auch Wünsche habt. Egal ob 8 oder 16-Bit, haut's einfach in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede, ich schau mal rein. Game Boy Color ist ja für mich noch so ein bisschen etwas unerforschtes Gebiet. Und da bin ich mal sehr dankbar, wenn ich hier noch diverse Wünsche habe. Okay, es ist das Haus. Anscheinend können wir das nicht frei auswählen zumindest. Der Hund der Simpsons, Knecht Ruprecht, das hätte man auch ruhig schreiben können, ist im Keller gefangen. Attic ist doch... Oder ist das Dachboden? Nee, Attic ist Dachboden, ne? Es ist auf Dachboden gefangen und das Tier ist hungrig. In the Attic of the Pet Hungry Hunt. Ah, okay. Er ist quasi auf dem Dachboden des tierhungrigen, vergeistlichsten, verspukten Hauses gefangen. Klar. Boah. Ich sollte nicht mehr so spät hier Sachen aufnehmen. Okay, es ist, scheint ein Plattformer zu sein. Bart hat zumindest schon mal sehr seltsame Proportionen. Das sieht irgendwie etwas off aus, würde ich sagen. Springen ist so, naja. Okay, ich habe eine Attacke. Fliegt nicht weit. Ihr seht das auch, ne? Wenn man sich umschaut, dass der Blickwinkel denn so komplett irgendwie wechselt. Ja, mal gucken, ob ich hier... Sag mal, das war doch auch schon bei Camp Deadly so, ne? Dass die Schleuder irgendwie gefühlt 3 Meter weit schießt, wenn überhaupt. Und das war's. Hat Bart wirklich so... Lasche Arme irgendwie. Okay, wir können die Türen rein. Hier ist dunkel. Okay. Also, das ist einfach wie das geil. Die Maus ist da unten. Ihr könnt euch nicht ducken in diesem Spiel. Ihr könnt euch anscheinend nicht ducken. Und schießen, okay, der Stein geht so ein bisschen nach unten, aber dann müsste man das jetzt auch wirklich sehr genau irgendwie... ausbalancieren. Hä? Also ich glaube, hier muss ich noch nicht hin. Auch dieses Buch. Guck. Durch diesen blöden Angriff ist das so schwer zu treffen irgendwie. Okay, wenn ich nach oben drücke, dann geht die Blickrichtung so komisch nach oben. Okay, mal gucken, was hier ist. Okay, hier ist zumindest... Licht an. Okay, auch hier. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gedacht, hey, das ist irgendwie Hintergrund, ist es aber anscheinend nicht. Aber auf den Rohren kann ich aber nicht gehen. Warum auch immer. Okay. Musik immerhin, die geht einigermaßen, würde ich sagen. Ich wollte gerade... Wieso ist der Bildschirmausschnitt nicht verdammt nochmal zentriert um Bart rum. Ne? So würde man auch die Übersicht irgendwie behalten. Aber nein, das wäre ja zu logisch. Okay, muss ich hier... Genau, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so eine Sicherung reinklatschen. Da ist noch eine. Dann weiß ich immerhin... Also, ganz ehrlich, so wie sich das hier spielt, wäre ich fast froh darum, wenn es eine Minispielsammlung gewesen wäre. Das würde sich einfach irgendwie bei dieser thematischen Vorlage irgendwie besser anbieten, finde ich. Aber hey, wer bin ich?
K.L.Bator sind dieser dreiköpfige Fisch, sind natürlich hier die üblichen Simpsons-Anspielungen da. Natürlich Wassertropfen, weil Wassertropfen sind ja in Spielen immer so das Härteste, was einem begegnet. Okay, komme ich da jetzt hoch? Komme ich da gar nicht hoch? Warum machen die sowas? Sowas hasse ich immer, ne? Die haben hier irgendwo eine Plattform hingemacht, dass man gerade so denkt, hey, wenn ich hier den richtigen Punkt erreiche, komme ich da hoch. Und seht ihr, mit ein bisschen Auge zudrücken, müsste ich da oben lang gehen. Aber nein, wenn ich da oben nicht lang soll, dann sollen sie es doch halt einfach demonstrativer machen, dass es wie so absonderlich hoch ist, dass ich gar nicht auf die Idee komme, da lang zu gehen. Oh. Muss ich hier irgendwie runter? Keine Ahnung. Also jedenfalls etwas verzweigt hier aufgebaut. Kommt da bitte schon Wasser raus? Und jetzt wieder ganz am Anfang. Alter. Also die Steuerung, ich weiß nicht, das mit dem Umgucken. Meiner Meinung nach einfach Kamera zentriert auf Bart hätte lockerst gereicht. Wären alle zufrieden mit. Aber so hat man immer so, ne, ihr seht selber, so ein unruhiges Gefühl irgendwie. Dann natürlich die Zwille, die irgendwie total bekloppt ist vom Einsatz her, weil ihr euch nicht ducken könnt oder im... Auch da wieder. Da auch wieder. Okay, ich hätte ein bisschen nach rechts steuern können, dann wäre ich auf dieser Plattform in der Mitte gelandet und hätte dann weitergehen können. Game over? Ich dachte, ich habe Continue gemacht. Ich versuche es nur einmal. Also... Kann ich hier hochgehen? Oh, das ist typische, wir gehen die Treppe hoch wie auf Schienen. Das ist nie gut. Okay. Ja, hier ist auch dunkel. Ich schätze mal, in die dunklen soll ich noch nicht rein. Da werde ich wahrscheinlich erst hier den Stromkasten, das scheint abgeschlossen zu sein, Stromkasten vollkommen bestücken. Ja. Okay, hier oben sollte ich anscheinend noch nicht sein. Gut. Jetzt gehen wir die ähnlich langsame Treppe wieder runter. Also Simpsons-Spiele gibt echt nur ein, zwei gute, wenn überhaupt. Auf den Gameboy schon mal gar nicht. Also auch da gibt es ein, zwei gute, aber... Ach, habt ihr das gesehen, wie diese, nenn es mal Geisterbesen, wie schnell die einen die Lebensenergie abziehen? Das ist ja gruselig. Also, ja, gruselig, ja, ich weiß, passend zum Spiel, dö, aber... Ich weiß nicht. Auch hier, ich sag's oft in dieser Serie, aber mit etwas mehr Feinschliff hätte man aus dem Spiel durchaus was machen können. Ich weiß, vor den Lizenzspiele, da müssen sie ordentlich Kohle erstmal für die Lizenz rauskloppen, dann haben sie meistens wenig Geld für eine gute Entwicklung, aber das ist ja keine Entschuldigung, da so ein schlechtes Spiel rauszuklatschen. Und vor allen Dingen Bart hätte man irgendwie vernünftiger zeichnen können. Ich bitte euch. So einen großen Wasserkopf hat er doch nicht. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier die... Ja, ne? Woher sollte ich das beim ersten Mal wissen? Woher? Gar nicht. Scheiße ist. Da habe ich einen Schlüssel, okay. Cool. Da geht's wieder hoch. Ist auch ein großer Keller, ne? Okay, gut, ist ein Spukhaus. Da ist eh immer alles ein bisschen verzerrt. Da werde ich wahrscheinlich nicht langkommen, nehme ich mal an. Da haben sie natürlich jetzt keine irgendwie Mauer hingebaut, dass ich da nicht hoch kann, ne? Da natürlich nicht. Nein! Das ist so,
ein Plattformer, wo die Plattformen halt fummelig sind. Fummelig und also, ne, dass die schwer sind, weil sie fummelig sind und nicht, weil sie schwer sind und wenn man genug übt, dann kriegt man es. Sagen wir mal, weil sie halt nervig schwer sind. Ich hoffe, ihr versteht gerade, was ich meine. Wieder die Ehe nicht langsam. Ja, sicher, ich komme da gerade raus und sofort das Buch hier. Meine Fresse. Okay, ich habe ja den Schlüssel. Ich nehme mal an, dass sie da jetzt oben in diese eine Tür, ich meine, die hatte ein blaues Schloss. Okay, ein gelbes Schloss, aber vielleicht geht es ja trotzdem. Nein. Gab es hier irgendwo ein blaues Schloss? Ich werde mit dem Spiel nicht warm. Steuert sich viel zu träge. Okay, ist cool, dass es immerhin keine Minispielsammlung ist, aber wie gesagt, das hätte mal ausnahmsweise einigermaßen gepasst irgendwie. Ist hier vielleicht jetzt Licht an? Ah, jetzt ist hier Licht an, okay. Also man muss sich quasi so ein bisschen das Haus erschließen. Das ist ja schon mal jetzt gar nicht so verkehrt. Das finde ich auch einen coolen Ansatz. Ach, und da ist eine Sicherung, ist wunderbar. Ich muss das wahrscheinlich gar nicht so alles im Keller suchen. Mal gucken, wo wir hier sind. Okay, hier ist wieder dunkel. Jetzt muss ich wieder zurück die Sicherung einsetzen. Okay. Macht irgendwie Sinn, okay. Es gab auf jeden Fall auf den originalen Gameboy schlechtere Simpsons-Spiele. Das muss ich voranschieben, aber... Guckt euch doch mal diese unfaire Gegnerplatzierung an. Wieso gibt man eine Waffe in die Hand, wenn die wirklich so sinnlos und unnutz ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht, Leute. So, dann setzt ihr noch die eine Sicherung ein, würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so noch zu neuen Erkenntnissen komme. Es könnte schlimmer sein, es könnte aber auch wesentlich, wesentlich besser sein. Aber vielen Dank. Lieber Christian, für den Wunsch auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr auch Wünsche habt, ab in die Kommentare. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.